Hallo alle zusammen, hier ist wieder Luna und heute mal mit einem etwas anderen Video, denn heute mache ich ein Testvideo zu den, ja danke, dass du mein Ding blockierst, Rode NT-USB-Mikrofon in Studioqualität, ja. Also die Merkmale sind Apple ID, iPad-kompatibel, kann ich nicht testen, habe ich nicht, Nierencharakteristik. Wer sich mit Mikros auskennt, denke ich mal. Wegweisende Elektronik. Ja, klingt soweit gut, aber es nervt mich, dass es mein Rauschen des Kühlers vom PC mit aufnimmt. Kann ich nicht verhindern, weil es hat irgendwie keine Rauschunterdrückung oder ich finde es sie nicht. Entwickelt in Australien. Ja, wird mir egal, woher es kommt. Hauptsache die Qualität stimmt. 2 Jahre Garantie mittels Online-Registrierung. Ja, darüber kann man streiten. Ich finde es immer besser, wenn man eine allgemeine Regel-Dings-Garantie hat, ohne irgendwelches Wenn und Aber. Aber ja, so ist es halt. Muss man jetzt halt hinnehmen. NT-USB-Mikrofon, dann ein Tisch statt, dann im Lieferumfang. Mein Gott, bin ich wieder daneben. Im Lieferumfang ist ein NT-USB-Mikrofon, Tischstativ, Popschutz, USB-Kabel 6 Meter, ja, kann ich bestätigen, ist sehr lang. Könnt ihr auch in meinen Videos sehen, das ich dann mit verlinken werde, das, wo ich das Unboxing mache. Deine Bedienungsanleitung sehr ausgiebig, das ist auch das, was ich hier jetzt offen habe online, also selbst wenn man sie verlegt, hat man sie wieder. Die Mikrofontasche sieht man auch im Video. Mikrofonclip und Installationsring, ich denke mal, das ist das, was bei mir schon vormontiert war. Ja. Akustisches Prinzip ist Druckgradient. Wie gesagt, davon habe ich jetzt keine Ahnung, was das Positive, Negative oder was auch immer ist. Das könnt ihr dann entscheiden oder auch in die Kommentare schreiben, damit ich nicht so dumm sterbe. Aktive Elektronik ist JFET Impedanzwandler mit bipolaren Ausgangspuffer. Ja, ich denke mal, das ist, dass es einen Rück- und Vorlauf hat in diesem Kabel und sozusagen sich gegenseitig ergänzt, denke ich mal. AD-Wandlung ist 16-Bit. 48 kHz Kopfhörerverstärker. Ja, den Kopfhörerverstärker teste ich jetzt nicht, weil ich habe es direkt am am Computer angeschlossen. Mein Gott, was ist heute echt los? Und da habe ich 192 kHz. Und bei 32 Bit, da wüsste ich nicht, warum ich meine Kopfhörer runterrechnen lassen sollte. Richtcharakteristik ist Niere. Wie gesagt, da müsste ich auch wieder mich nahe schlau machen, erstmal was ist. Übertragungsbereich 20 Hertz bis 20 Kilohertz ist, glaube ich, vollkommen ausreichend für das menschliche Gehör. YouTube lässt maximal 48 Kilohertz zu. 24 Kilohertz ist aber das, wie die meisten hochladen. Dynamikbereich ist 96 Dezibel ausreichend. Also das kannst du sogar schreien aufnehmen und es ist ohne Probleme. Grenzschalldruck ist bei 110 Dezibel, ist wieder sehr laut. So viel kann ich sagen, aber ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat oder ob das die Rauschunterdrückung ist. Aber Rauschunterdrückung wäre dann sehr schlecht, wenn die so hoch wäre und nicht wirklich greift. Spannungsanforderung USB 5V-DC. Ja, müsste ich haben. USB 3.1. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt Unterschiede gibt. Ausgang USB, wie gesagt, ja, nette Gewicht 25G. Hat schon ordentliches Gewicht, ein halbes Kilo. Aber das steht ja eher auf dem Tisch, also da wird das nicht stören. Dann ist das die Garantie. Vorbereiten des Mikrofons, also es ist easy, ich habe das noch nicht mal gebraucht und das ist mein erstes Mic. Dann das Einstellen war auch kein Thema. Gesangsaufnahme ist wieder angepetoltet, werde ich auch in etwa machen. Dann wie man es mit dem Apple einrichtet, PC, aber eigentlich alles ganz einfach, einfach Plug and Play, also da habe ich keine Unterschiede gesehen. So, und jetzt müsst ihr leider ein wenig leiden, weil ich werde heute ein wenig zu den ganzen Gesang machen, da das am besten ist. Und ich werde jetzt mal so einen kurzen Test machen. Jetzt gehe ich gerade ein wenig nach links. Jetzt bin ich ganz links. Dann gehe ich jetzt weiter nach rechts. Dann muss ich ein bisschen weiter nach außen. Dann wieder weiter, weiter. Und jetzt bin ich ganz rechts. Weiter geht nicht rechts. So. Also, ob das jetzt irgendwie zu hören ist, weiß ich nicht. Kann ich auch jetzt so aktiv nicht nachprüfen. Und wie gesagt, jetzt werde ich dann ein paar Liedchen singen. Also bitte nicht zu sauer sein, wenn es verhauen oder was ist. Ich versuche mein Bestes korrekt zu singen. Ihr könnt leider die Musik nicht hören, weil das YouTube nicht zulässt. Ich muss nur kurz einen Doppelcheck machen auf mein Ding. Ja, jetzt seht ihr mein Overlay. Aber ich muss gucken, dass eben, wie gesagt, kein Audio aufgenommen wird. Okay, ist auch so.
tut mir aufrichtig leid. Ich würde selber gerne so zu Musik singen auf YouTube, aber ist leider nicht drin. Wird jedes Lied über Video geblockt, vollständig häufig. Bestenfalls wird es nur demonetarisiert, aber es ist sehr häufig, dass es komplett weltweit geblockt wird und dafür mache ich meine Videos einfach nicht. Dann, bevor ich jetzt damit anfange, fangen wir mal an, so ein paar Gespräche für die Leute, die jetzt das nicht sich geben wollen. Also fangen wir mal an mit einer tiefen Stimme. Das würde dann in etwas so klingen an dem Mikrofon. Keine Ahnung, wie das rauskommt. Ich muss mich da auch echt anstrengen, so eine tiefe Stimme überhaupt hinzubekommen. Dann so eine normale Stimme, die ich also immer habe, die Mitteltonfrequenzen. Dann eine hohe Stimme, wie jetzt, die ich habe. Keine Ahnung. Also, ich versuche mal so ein bisschen das wiederzugeben. Und dann vielleicht noch eine ganz hohe Stimme, wo ich mich wirklich auch anstrengen muss, weil es genauso schwer ist wie mit den Mittelstimmen oder besser gesagt mit den ganz tiefen Stimmen ist. So viel zum Frequenzgang. Keine Ahnung, wie es rauskommt. Ich werde es auch nicht editieren, also dass ihr wirklich den Grundbaustein habt. Und das Rauschen werde ich jetzt auch mal so drin lassen, damit ihr so eine Ahnung habt, wie das dann ausschaut. Ich werde gucken, ob ich irgendein Programm finden kann, das das Rauschen unterdrücken kann. Wäre natürlich prima. Vielleicht werde ich auch in Zukunft zweispurig aufnehmen, / dass ich dann einmal das Video aufnehme über YouTube, also über die reguläre Shadowplay-Funktion und dann den Sound aufnehme mit Audio. Keine Ahnung, wie das heißt. Ich weiß aber, was ich meine. Auf jeden Fall Audacity, jetzt hat. Mein Gott, heute ist echt kein Tag für mich. Dann fangen wir jetzt dann an mit Singen. Also wer es nicht hören will, muss dann überspringen bis dahin, wo ich es dann verlinke. Dann mal los. You stand in the rain, I'm feeling the same. You stand in the rain, rain, rain. Part of the dark we're gonna be. You wait for a sign, for a better time. You wait for a sign, sign, sign. You pray for a better day. Cause after the rain there will be the sun. All of your bad days, they will be gone. We can set our souls so high. We can reach the sky, and after the rain there will be the sun. All of your bad days, they will be gone. We can set our souls so high. We can touch the sky. Und das war gerade Seelennacht. Das jetzt auch mal wieder rumspinnen. Danke, dass du das jetzt nicht gemacht hast, aber egal. Müssen wir Emanuel einstellen. Das war gerade Seelennacht mit After the Rain. Ja, ich habe es so gut versucht, es zu singen, wie es geht. Aber ich finde die Band klasse. My hope is on fire. My dreams are up for sale. I dance on a wire. But don't want to fail her. Walk against the stream, far from what I believe in. I run towards the end, trying not to give up. She's lost in the darkness, fading away. I'm still around her, screaming my name. She's out on my dream, but trying to solve off. My heart is frozen, I'm losing my mind. Help me, I'm buried alive. So, das war's für Within Temptation mit Buried Alive. Und ich weiß nicht, warum da jetzt auch noch die Zufallsaus war. Heute schikaniert er mich total. Erst abstürzen, jetzt auch noch das. Egal. Das nächste Lied auf jeden Fall
ist von Andreas Gross, nennt sich Stone's Thrower. Ist mehr auf der selben CD auch drum. Ich werde die Links auf jeden Fall in die Beschreibung schreiben für die Spotify-Tracks. Vielleicht auch für die Google-Links, für die, wo es kaufen wollen. Ja, ich schau mal, was ich da machen kann. Auf jeden Fall ist die unbekannte Band, aber ich finde sie klasse. Andreas Gross ist echt toll. Kann ich nur empfehlen. Ja. Und jetzt müsste auch gleich losgehen. Walk on my feet, walking across the street, look at my reflection, so hard, life can be. Watch them pointing at me, I have to apologize for the way I feel, so I stay still, only the blind can see me now, the sky is coming down. Only two things I can see, it's the emptiness in me. So, das war Andreas Gross mit Stone's Thrower. Und es ist ein bisschen schwierig, weil es zweistimmig ist. Und darum ein bisschen schwierig zu gucken, welche Frequenz singe ich jetzt am besten. Aber ich denke, ich habe es ganz gut hingekriegt. Pale-faced, close embrace, gliding along on a parking place. Common taste, interlaced, singing along on a parking place. Oh, my angel, oh, my angel. Common words, our gold, this softly glowing heart. Doors wide open, common soul, a warmer, warm welcome to us all. Oh, my angel, oh, my angel, oh, my angel, supermarket, interior room. Oh, my angel, outer hypnosis is a heavy load. Oh, my angel, supermarket, interior room. Oh, my angel, outer hypnosis a heavy load. Das war Deine Lakai mit Supermarket, My Angel. Das letzte Lied, das ich jetzt noch singen werde, ist The Beauty of Gemina mit Into Black. Auch eine wahrscheinlich unbekanntere Band, aber mag ich mindestens genauso gerne. Ja. There's a sun in my head, turns this blues into black. There's a dream in my head, there's a shadow ever fading. There's a swish I ride on, and 100 times I'm begging. There's a song in my heart, turns this blues into black. There's a dream in this head, there's a wish fulfilled with shadows.
A day in the summer, a day in the line, a day in the hidden, whispering cries and wishful skies. A day in the summer, a day in the nine, a day in the hidden, whispering cries in wish blue skies. There's a wish in my mind, there's a cold and sacrificing wound. A hundred times I see, and a hundred times I beg for you. Bring your tears out. Bring your tears out. And I promise. Also, hier werde ich jetzt mal so ein bisschen Stopp da machen. Ich habe aber so jetzt mal grob alles soweit abgegriffen, hoffe ich, von den Frequenzbereichen. Ja, da habe ich auch alles so durch. Und ja, da habt ihr hoffentlich ein ausgiebiges Bild soweit gekriegt von dem Ton her. Es ist wie gesagt unbearbeitet, weil ich jetzt sehen will, wie das Mikrofon arbeitet ohne jegerlei Bearbeitung und bei 100% Lautstärkeneinstellung. Ich habe jetzt nicht 50%, was wahrscheinlich optimaler wäre, weil dann das Rauschen vom PC nicht mit drauf ist. Das steht rechts direkt neben diesem Mikrofon, vielleicht 10 Meter davon entfernt. Ja, daher hört man es deutlich und muss die Kühlung auf 100% momentan laufen lassen, weil es so heiß ist, dass der Computer sonst abstürzt oder sich herunterfährt oder ähnliches. Ja, das kann man auch hier sehen. Ist schon ziemlich heiß soweit. Ja. Und ja, also ich hoffe, es hat euch das Video trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn nein, Daumen nach unten. Kennt ihr ja schon. Aber ein Kommentar, warum es euch gefallen oder auch nicht gefallen hat, hilft mir natürlich sehr viel weiter, weil da kann ich klarer sagen, ja, das war gut, das war nicht so gut, das war toll, das war nicht so toll und so weiter. Ansonsten könnt ihr mir auch ein Abo da lassen. Ist vollkommen umsonst und damit zeigt ihr mir, dass es wohl richtig gut ist, was ich mache und es euch gefällt. Des Weiteren könnt ihr mich auch gerne über Facebook, Twitter und Co. sharen, weil auch diese Art und Weise bringt mir was, weil ich damit meinen Kanal zum Wachsen bringen kann. Wenn ihr mich direkt unterstützen wollt, könnt ihr es über meinen PayPal machen, aber das ist kein Zwang dafür. Wenn ihr es freiwillig tun wollt, gerne. Bin ich auch sehr glücklich drüber, ich kann jeden Cent gebrauchen. Damit ich eben auch sowas machen kann, weil da kann ich auch mal auf Wunsch sagen, ja, was weiß ich, wenn jetzt jemand fragt, möchte gerne sagen, ja, könntest du mir einen Test über ein, was weiß ich, beispielsweise ein Xiaomi Redmi 6 oder so machen, ja, dann kann ich das machen, aber natürlich nur mit Spenden, weil so ist das nicht möglich, habe ich selber nicht so viel Geld. Und aus dem Video springt nicht viel raus, so viel kann ich verraten, es ist unter 10 Euro sogar, das darf ich noch sagen, mehr nicht. Ja, und ansonsten sehe ich euch dann wieder im nächsten Video. Bye, bye.